wir haben heute Muttertag. Brötchen. Hier wird die neue Woche gestartet mit Kuchenbacken. Das ist was, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Wir haben natürlich keinen Backofen im Bus und auch keinen Omnia Backofen, was es jetzt ja gibt. Und morgen ist Muttertag und ich habe gesagt, ich backe Kuchen. Es wird Zwetschgenkuchen. Es sind nämlich noch ganz viele Zwetschgen hier eingefroren von den letzten Jahren immer. Und ja, jetzt mache ich mal den Teig, lege den über Nacht hinten in den Kühlschrank und dann mache ich morgen früh den Kuchen fertig und dann kommt er dann in den Ofen. Ist fertig geknetet, kommt jetzt in die Frischhaltefolie und dann in den Kühlschrank und dann wird der Teig für die Streusel auch schon gemacht. Ich hab in den Kühlschrank mit den Streuseln und dann geht's morgen weiter. Den Morgen aus Tübingen in die neue Woche und meine Haare gefallen noch immer, mir zumindest, also ist immer ganz gut und wir haben heute Muttertag, deswegen ist Kate direkt zum Blumenwiese hier in der Nähe gesprintet, um ein paar schöne Blumen auszusuchen und ich werde auch mal ein bisschen was Gutes tun für meine Schwiegermutter, meine Mutter habe ich eigentlich in der Nähe. Bereite hier das Frühstück vor. Und Kate hat heute Morgen schon diese Zwetschgen aus dem Gefrierschrank geholt, sodass die auftauchen können. Dann kann sie heute Mittag weiter mit dem Kuchen. Da bist du wieder. Warst du erfolgreich? Ja. Ah, schön. Ich habe das Feld noch nie so voll gesehen mit Menschen. Dass so viele pflücken, alle noch kurz am Morgen was pflücken für die Mütter. Schön, fresh flowers. Und dann auch noch aus Holland. Ah ne, sie kommen ja aus Deutschland. Sie kommen hier vom Feld. Aber Tulpen gefällt mir auch. Ja, ist immer schön. Gut. Farbenfroh. Aber man musste lang suchen. Es war schon ziemlich abgefegt, das Feld. Okay, aber du hast ein paar schöne gefunden. Ja. Und jetzt dann Frühstück weitermachen, richten. Ja. Und dann können wir sie in die Sonne setzen. Hammer. Und die Zwetschgen liegen jetzt im Wasser, damit sie schöner und schneller auftauen. Ja, ich habe gestern Abend natürlich vergessen, aus dem Gefrieren zu holen schon, so wie immer. Ah ja, aber das passt, oder? Ja, so wie das auch. Das sollte man in der Mikro auftauen. Dann mache ich nachher nach dem Frühstück den Kuchen fertig. Boah, ich freue mich schon. Darf ich auch ein Stück eigentlich? Weil bist du gar keine Mutter. Darf ich denn kein Stück? Ich würd extra laut und fröhlich mitfeiern. Dann darf ich doch bestimmt ein Stück. Dann darfst du auf jeden Fall. Okay. Tada! Boah, es gibt Frühstücksei. Mega! Brötchen! Tisch ist fast fertig und dann können wir. Teig ist eingedrückt. Ich mache es einfach mal mit der Hand rein datschen und nicht ausrollen. Das finde ich geht einfacher. Und jetzt werden hier schön die Zwetschgen reingestapelt. Okay.
So sieht's jetzt aus. Alles drin. Jetzt fehlen nur noch die Streusel. Also Kuchen ist geglückt. Geglückt, sagt man das? Gelungen? Boah! Was ist gelungen? Der Kuchen. Der Kuchen. Sehr gut. Freue mich. Mittag Kuchen. Schatz, was sagst du zum Kuchen? Boah! Mega! Was denkst du, schmeckt er? Ich glaube schon. Ob ich das noch kann? Ach, das muss ich mal. Ich habe lange nicht mehr Kuchen gebacken. Ja. Probieren. Hey Kate, wie ungewohnt ist es, wieder am Herd zu stehen? Also du bist am Backen, am Herd stehst du, hast eine volle Küche da. Ich habe zu viel Platz. Zu viel Platz? Zu viel Platz, bin ich nicht gewohnt. So, Timer geht. Das heißt, die Nudeln sind fertig. Jetzt auch zu schnell. Da gucke ich dann mal nach. Und da bei dir geht es zu schnell? Ja, es brennt an. Hui. Die Pfanne, ich dachte, die ist gut. Kannst du das Feuer nicht was doch, weiter runter? Ah, okay. Perfekt. Ja, hier geht das. Die Nudeln aus. Müssen wir mal schauen. Ah ja. Ist auch sinnvoll. Aber eigentlich müsste es lang genug sein. Reicht dann für Mädchen, oder? Was denkst du dir? Probier mal. Was ist das? Das ist ja zerfallen. Halb. Ja. Okay. Aber wir waren noch eigentlich dabei, auch wie es ist, jetzt so eine ganze Küche zu haben. Ja, sehr ungewohnt. Die ganze Küche ist größer wie unser Haus davor. Und ich kann im Stehen kochen. Normal muss ich immer sitzen. Mhm. Oder so ein bisschen. Und das ist separates Schlafzimmer und Völlig verrückt. Bad. Ja? Ja, aber auch eigentlich wieder sehr gewohnt, als wäre man gar nicht weg gewesen. So. Finde ich auch, ja. Irgendwie ist es auch richtig schnell wieder richtig gewohnt. Also es ist schon krass, wie schnell man sich gewohnt einfach an seine Umgebung und das, was man hat. Das heißt, entweder mit ganz wenig oder mit ganz viel, man gewöhnt sich an beide ganz schnell. Zumindest Bier, aber... Ja. Ja, dann kochen wir weiter und dass wir auch ans Abendessen kommen. So, ich habe den Tisch ganz schön gedeckt. Ah, warte, steht noch scharf, ja. Aber es fehlen noch Gabeln. Ja. Haben wir verwöhnt, ja. Wow, lecker. Okay, schmeckt köstlich. Freut mich. Also guten. Wir sind außen im Garten, ne? Von deinen Oma. Oma, ja. Gartenhäusle. Garten es hat Glück. Und es hat richtig sommerlich. 27 Grad, so warm hat es für die ganze Reise noch nicht gehabt. Ja, von einmal in Deutschland und dann... Ist Sommer. Und jetzt wird natürlich gegrillt. Klar. Das ist was wir nicht machen können müssen. Ausnutzen jetzt. Ja. Ah, ich freue mich schon. Gefüllt. Oma, stehst du auch so dazu? Schön. Lecker, lecker. Oh, guten. Danke. Salat kommt auch noch dazu.
ist Samstagabend und ich habe mir noch einen Kaffee rausgelassen. Ich bin eher Fraktion Tee abends. Ja, und ich mache mir gerade einen Ingwertee. Frischen Ingwertee. Schreib Ingwer und dann. Ich weiß nicht, wie ihr drauf ist, ob ihr überhaupt auch abends mal Kaffee trinkt. Ich mag das ja echt bei sonst sehr. Wir haben eigentlich gerade gegessen. Wir kommen von Alex und Marie. Hatten einen sehr, sehr schönen Tag. Wir waren den ganzen Tag da, haben auf den Kleinen aufgepasst. Bisschen. Genau, es gab ein bisschen Babysitten. Und, das war sehr schön. Das war sehr schön. Und ja, das war auch diese Woche dann wieder sehr schön. Geht ja, auch schnell. Sehr schnell Freunde vorbei. Treffen, Großeltern, grillen. Genau, wir haben so ein paar Sachen mit dem Bus erledigen müssen, auch umräumen, putzen, ja. Andere Sachen noch erledigt und gibt genug zu tun. Die Tage verfliegen auch total, finde ich. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben auch noch eine Woche hier. Genießen genau. Es weiterhin, bevor es dann weitergeht und wohin, das erfährt ihr dann nächste Woche. Genau. Ja, also, macht's gut. Dach. Du.